Okidoki, meine Freunde, da bin ich wieder. 8.43 Uhr haben wir jetzt, also machen wir jetzt bis 13 nach. Naja, ich halte mich, ich kann nicht an die halbe Stunde, könnte sein, dass ich wieder überziehe. Also, wir machen weiter. Hier ist eine Truhe, die wir uns nehmen können. Was? Ach, es hilft ja doch niemand. Doch, ich helfe. Ich bin doch schon unterwegs. Wo ist er? Da. Wie kann ich einen Attentat ausüben? Allons, monsieur, ne me faites pas de... Je vous en prie, laissez-moi partir. Je suis une bonne âme, je le jure. Okay, das heißt, also ich kann das Geld jetzt behalten oder muss ich das jetzt zurückbringen? Und hier ist Sperrgebiet. Warum ist hier Sperrgebiet? Weiß ich nicht. Was sagt denn unsere Karte? Ich bin ja, noch in der Lehre. Von daher... Wo bin ich? Ich bin... Ja, wo bin ich denn? Bin ich das? Oder wo bin ich? Schnellreise. Ist das Wahrzeichen, Aussichtspunkt? Aber wo steht das, wo ich bin? Mod-Mission, Koop-Mission, Koop-Überfallmission. Nö. Da steht gar nicht drauf, was das für ein Zeichen ist, also was wir sind. Nö. Ah, egal. Verbündeter. Okay. So, wir machen aber weiter und... bin ich das hier? Nee, das kann ich nicht sein. Das könnte ich sein. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Nee, da bin ich doch. Da bin ich. Genau. Das heißt, wir laufen jetzt mal zu dem Aussichtspunkt hier. Hey, nein. Bevor wir dann wieder mit der Mission weitermachen. Geht weg da! Tout de même particulièrement hideux. Tja, da sind wir also schon Assassine. Geht ja eigentlich doch recht schnell. Oh, eine Katze! Die uns gar nicht interessiert. Im Dreier konnten wir wenigstens mit den Tieren noch interagieren. Hier sind so die Tiere wohl scheißegal. Halt, ich höre hier was da. Was kriegen wir? 250. Way. Arno sucht sich teilweise ja den Weg selber, ne, den er läuft. Ich brauche eigentlich nur lenken.
Da oben müssen wir hin. Oh Gott, oh Gott. Aber nichts geht über Assassin's Creed Black Flag. Ich weiß nicht, warum ich so voreingenommen bin von Black Flag. Ich meine, es war ja auch geil. Da kann man sagen, was man will. Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon Assassin's Creed Black Flag durchgezockt habe. Es macht aber auch einen höllischen Spaß. Okay, Assassin's Creed Rouge hat auch viel, viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Entwicklung von einem Assassinen zum Templer. Muss ich ganz da oben hin oder nicht? Nein. Alter! Puh! Ich bin ja so gespannt auf Assassin's Creed Syndicate. Ich hoffe mal, dass ich bis zum 23. Oktober mit Unity durch bin. Hoffe ich mal. Läuft. Genau. So, wo treibt es uns jetzt hin? Wo eine goldene? Mal gucken, ob wir die öffnen können. Also rot können wir ja definitiv nicht öffnen. Dazu müssen wir, glaube ich, erstmal Schlösser knacken lernen. Doch, die können wir öffnen. 1000! Wie geil. Okay, Karte. Bitte. Ach du heilige Makrele. Oh mein Gott. Was habe ich mir nur hier angetan? Na dann. Ich würde sagen, wir machen noch einen Aussichtspunkt und danach machen wir die Mission weiter. Meter! Was? Da ist noch eine Truhe. Aber ich glaube, hier dürfen wir nicht rein, oder? Doch, kann man. Truhe. Ich glaube, die ist da oben. Oder? Nee, da! Nee, noch nicht. Na dann, komm her. Hab ich dich. Ja, und? Wie wär's mit Geld? Hallo? Ich laufe in die falsche Richtung. Gut. Wenn uns der nächste Aussichtspunkt so über den Weg kommt, dann werden wir den nehmen, weil ich habe keinen Bock jetzt über 400 Meter noch zu laufen.
Affen gehören dem Volk. Ihr seid am Ende. Was? Du hältst uns nicht auf. Ah, hey. Genau so, mein Freund. Und da ist noch einer. Da rollt der sich weg, die Sau. Oh, oh. Ich bin desynchronisiert. Was? Was? Ich wollte die gerade mit Leben nehmen. Nein! Oh, no. Jetzt ist die Markierung natürlich auch weg. Ich brauche mal einen Anhaltspunkt. Wo bin ich hier, verdammt? Da bin ich. Okay, dann nehmen wir uns den Aussichtspunkt hier vor. Der ist aber nicht richtig. Himmel. Oh Gottchen. So, jetzt ist er richtig. So, jetzt dürfte er richtig sein, oder? Sind auch über 300 Meter, ey. What? Also nur parieren, parieren, parieren bringt hier wohl nichts. Man muss also auch sich verteidigen. Ich schätze, mit der Zeit komme ich bestimmt auch besser mit der Steuerung klar. Bist du ein Royalist? Ihr, ihr müsst euch beruhigen. Ihr werft hier mit ungeheuren Anschutz. Tja, mein Freund. So viel dazu. Halt, hier ist noch eine Truhe. Blaue. Nein. Die war doch schon da. Ich denke gar nichts, Mann. 2500! Wow! Verschwunden, 50 Credo-Punkte, cool. Sorry! So, wo soll denn der aussieht? Ach da. Hallo! Alter! Diese Steuerung, ich hasse sie! Das ist auch, glaube ich, der Punkt gewesen, warum ich Unity nicht so gerne gespielt habe. Weil die Steuerung einfach für den Arsch ist. Entschuldigung, aber das ist einfach so. So, der nächste Aussichtspunkt. Also so stürmer Edward kennen wir ja aber nicht. Ja, ich weiß, ich vergleiche viel mit Black Flag und Unity. Kann ich aber eigentlich nicht. Da, oder? Ja. Nun gut. Ja, läuft. Haha, wie geil.
Autsch! Scheiße, ich... Habt ihr das gesehen? Ich hatte vollstes Leben. Mit einem Schuss war ich fast tot. Was geht da ab? Das sind solche kleinen Details, worauf ich achte. Na Leute, wenn ich auch eine Schusswaffe habe, ne, dann könnt ihr aber euer blaues Wunder erleben. Wo ist er denn? Alpha Bibsch. Da. Oh, 9730 schon. Krass. So, dann laufen wir mal zu unserem Missy Uchon. Querfeld ein natürlich. Wenn das mal gehen würde. Ich muss das definitiv noch lernen zwischen angreifen und parieren. Nein, du sollst nach unten. Ich bin mit dem Herzen dabei. Ich glaube, du bist ein Verräter. Es gibt keinen Platz für Leute. Nix da. Livre, was ist ein Livre? Saint Thomas the Queen. Was auch immer. Scheint aber noch weit zu sein. Paris qu'il a bu. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Nope. Aber da ist noch meine blaue Truhe. Also die blauen Truhen liebe ich ja jetzt schon. Nix da, nicht mit mir. Fortgeschritten habe ich. Okay. Kann man die auch plündern? Was haben die denn? 24. Okay. So, wo ist sie denn? Die blaue Truhe. Ich glaube, die ist hier hinter, oder? Nö, da ist er nicht. Wo zum Geier soll die denn sein? Da auch nicht. Das ist das Grüne, der lädt. Den Bettlern etwas Geld geben. Was sind die denn? Also die Truhe ist definitiv unten. Je voudrais simplement me remplir un peu le ventre. Ou deux, je passerai la nuit à l'abri. Un peu d'argent. Un peu de pain, un de vos vétérans. Wie geht das? Ne serait-ce qu'un morceau de pain. Ah, mit ihr nicht. Je vous en prie. Wie geht das? Te
Donnez-moi juste de quoi. Le vorrat für diesen Donnez-moi juste de quoi manger ce soir. Entdeckung Radlauer oder Rocketeer. Wie soll ich das denn machen? Ich habe keine Ahnung, tut mir leid. De quoi manger? Tut mir leid. So, wo soll die verkackte Truhe sein? Ach, da! Oh. Oh, 750 nur. Was heißt nur? Ist schon einiges. Ja, die roten können wir ja noch nicht. Dazu brauche ich ja erst, wie gesagt, den Schlossknacker. Oder wie das heißt. Ich meine, ich finde das schon geil, wie viel Arbeit die hier in dieses Spiel reingesetzt haben. Das ist wirklich richtig detailgetreu. Die haben laut Gerüchten zufolge, sollen die ja hier komplett Paris nachgebaut haben. So wie es halt damals auch aussah. Ich habe keinen Plan, wie das damals aussah. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ich war auch erst ein einziges Mal in meinem Leben in Paris. Was machst du da? Habt ihr das gesehen? Er kam einfach rein. Hab ich dich. Stollen! Wo ist die Gaude? 2 von 10. Was? Ich bin genau hier, Sonnenschein. Autsch! Was um alles in der Welt? Alter, guckt euch das an! Wie viel Leben ich dadurch verloren habe, durch einen verkackten Schuss. Tja, da guckst du, ne? Wie kann man sich denn hier das Leben neu verdienen? Ah, wir haben es gleich geschafft. Ich brauche unbedingt Leben. Null. Auch nicht schlecht. Tja, Freunde. Ob ich das mit meinem Leben hinkriege, ich weiß es nicht. Och ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Gut, wir spielen. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pissbot. Stets zu Diensten. Okili dokili. Ich möchte auch gerne mal wissen, wie wir das wieder herkriegen. Oh Gott. Oh. Okay. Keine Ahnung. Attentat aus der Deckung. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Leben hier schaffen soll. Kann ich hier irgendwie pfeifen? Kommt der auch hier hin?
Nein! Ich bin eh gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Oh Gott, oh Gott. Uff. Alter Schwede. Okay, hab ich doch. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Sieberg. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft. Kretin. Wann habe ich den... Hilfe! Mörder! Diese Bastarde Mörder! Leibwachen. Und? Okay. Ich brauche Verstärkung! Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Sivert noch lebt? Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Sivert ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Rauchbombe. Drücken Sie 4, um Rauchbombe auszuwählen. Haben Sie diese ausgerüstet, drücken Sie F, um diese zu werfen. Hab dich! Gib Ihnen eine Rauchbombe! Du kommst hier an den Nallen vorbei! Wirf eine Rauchbombe! Tu ich doch! Ich muss erst herausfinden, bei welchen Geschäften... man Leben kaufen kann. Verdient dir deine Sporen. Was? Halten die F gedrückt? Dann lassen sie los und... Ja, oder so. Fertig, Schritt halten. Oder so. Ich bin leicht tot. Ich bin leicht tot. Ich bin tot. Weil ich keine Gesundheit mehr hatte, weil ich keine Lebensfläschchen hatte und eh schon fast tot war. Na, herzlichen Glückwunsch. Sowas nennt man wohl Pech im Spiel, was? Warum verweilen wir hier, solange dieser Sivert noch lebt? Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Sivert ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Ja, dann Attacke. Das sind eine Menge Bastarde. Wie entkommst du nicht? Sohn einer Affenhure. Wie ich das hasse. Du sollst nicht da hoch, Mann. Also teilweise, ne? Verdient dir deine Sporen. Ich erwähne dich, du Rechter! Was? Wie ging das denn jetzt? Ja, wie gesagt, ich bin noch ein totaler Noob in diesem Spiel. Hilfe! Oh.
Da läuft wieder der Dieb. Ich opfere dich, Mann! So. Hey, ich muss mit dir reden. Haben wir den auch? Wo willst du hin, Kollege? Nerd, Patrioten. Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten, ausweichen, spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pisspot. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Was? Extremisten in Rot schikanieren die Bevölkerung. Sie werden von den Templern bezahlt. Die Extremisten können sie erkennen und sie überall in der Stadt angreifen. Alles klar. Vorsicht, Leute. Remy hat Monsieur Apinos Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Hey! Ja, du, Bürger! Was geht denn hier ab? Hilfe! Verdammt! Ich schläg dich um! Ich muss gleich nachher erstmal herausfinden, wo man genau sich Gesundheit kaufen kann. Vorsichtig, Bestpot! Du verletzt noch wen? Was? Wieso? Warum? Ich war mir klar, dass der das nicht von vornherein hinkriegt. Ja, so raus, ja. Brauchst du eine Pause? So, habe ich ihn doch wieder eingeholt. Ich werde noch laufen, wenn du längst tot bist. Was? Kampf der Fraktionen. Wachen in Blau, greifen Extremisten in Rot. Was? Immer als Erster an. Vermeiden Sie selbst anzugreifen, um Konflikte vorzubeugen. Okay. Mach mich auf deine Konter. Heißt das immer so schön? Hey! Setz mir die Hose. Was nennst du Rennen? Ich glaube das nicht. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Geschafft, endlich. Ah, mein Freund. Hallo. Hi. Geschäfte, ja! Ich bitte drum. Sie können Ihre Geschäfte Munition und Medizin. I love you, Medizin. Was passiert als nächstes? Als nächstes brauchen wir Geldbeutel, Munition, Medizin, jawohl. Ja, genau. Ah, schön. Endlich mal wieder was. Sehr, sehr nice. Wir bringen dieses Buch mit den Templer-Daten zu Mirabeau, der wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und 100 Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Templer sind schwach wie nie.
Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de Lassay. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de Lassers Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen im Einklang mit unseren Regeln. Na, herzlichen Glückwunsch! Belohnungen 2 von 2, schön, freue ich mich. Mit Bellic Schritt gehalten haben wir gemacht, aber Attentate aus der Deckung haben wir leider nicht gemacht. Egal. So, Freunde, ich werde die Aufnahme jetzt abbrechen, denn ich habe schon wieder 7 Minuten überzogen. Und ja, mal schauen, vielleicht mache ich noch eins und dann mal schauen. Also haltet die Ohren steif, wir sehen uns, bis dann, tschüss.